So, und jetzt wurde auch endlich mal der Willen von Lambda erfüllt, auch wenn ich ein bisschen nachhelfen musste, ja. Ich habe tatsächlich DK Jungle Park vom N64 gewählt, weil Lambda das so gerne mal fahren wollte und ja, warum auch nicht? Ich meine, die Bahn ist okay. Das ist jetzt nicht der Mega-Hit, aber es ist okay, ja. Und ich fahre so an sich relativ gerne. Oh, Lambda wird jetzt gleich schießen oder so? Nee. Ich schieße natürlich auch nicht, weil ich will mich nicht umbringen. Da kommt bestimmt wieder irgendwas von hinten, in dem Moment, wo ich den Roten loslasse. Wow, macht sowas nicht. Das mit der Fakebox hättest du ja sparen können, dann hätte ich dich auf dich geschossen, aber nee. Gut, ja, nebenbei wird natürlich immer noch fleißig Varios Goldmine gewählt, die wir ja gerade erst gefahren sind. Und natürlich wird auch immer noch Yoshi-Kaskaden oder so gewählt und weiß der Geier was alles. Oh, ich bin auf dem richtigen Kurs, glaube ich, aber ich sehe so schlecht. Dieser Blooper des Grauens ist irgendwie grausam im Weg. Ah, jetzt kommt natürlich ein Roter, das hast du dir aber clever ausgedacht, verdammt. Ja, war ja klar, wenn ein Powerblock kommt, dann muss ich natürlich ihren Roten auf mich schießen, weil sonst hätte sie ja nichts mehr davon. Oh, da liegen irgendwie grüne Panzer. Ich weiß ja gar nicht, wie die hier hingekommen sind. Da hat jemand schon ganz am Start quasi seine Panzer verloren. Wahrscheinlich, weil irgend so ein Maxi-Pilz-Typ drüber gefahren ist oder so, wer weiß, aber soll mir jetzt egal sein. Ja, als nächste Bahn wähle ich dann wieder mal was anderes. Ich denke da an Bowsers Festung 3. Oh, verdammt, das war jetzt schlecht. Ja, das war jetzt mega doof. So ein Ausreißer ins Grün kostet mich natürlich wertvolle Zeit und das hilft nicht besonders, wenn man Erster werden will. Aber egal, so werde ich wenigstens von blauen Panzern verschont, ja. Okay. Wo setzt man auf der Bahn eigentlich einen Pilz sinnvoll ein? Verdammt. Übrigens, ah ja, genau, hier setzt man einen Pilz sinnvoll ein. Wenn man es kann, nicht so wie ich. Oh Mann, ich bin so doof. Und irgendwie habe ich die Kurve nicht gekriegt, aber egal. Ich habe eh einen riesen Vorsprung vor allen anderen, also ja, vor den Noobs hier eben. Aber was soll's. Das Rennen ist im Prinzip schon gelaufen. Selbst wenn ein blauer Panzer kommen sollte, wird das nicht reichen. Also da müsste schon ganz was passieren. Wenn ich jetzt drei rote Panzer kriegen würde und irgendwer kommt mit einem Powerblock oder so, dann würde das meine Chancen auch nicht unwahrscheinlich erhöhen, weil irgendwie, wenn ich alle drei roten gleichzeitig schieße, dann trifft ja wieder mal keiner. Wie immer. Oh, da war übrigens ein blauer Panzer, der mal Hallo sagen wollte. Verdammt. Und ich fahre natürlich mal wieder hier den letzten Rotz zusammen. Und kann sie damit niemals einholen. Und da hinten kommt ein Maxi. Wie hat der eigentlich so schnell aufgeholt? So stark, so extrem. Au! Das war gut. Guter Schuss. Wirklich sehr gelungen. Verdammt, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Items durchtriggern, damit ich einen schnellen Item kriege, mit dem ich den Kerl noch einholen kann, aber es hat nicht gereicht. Der ist übrigens ein bisschen besser als die anderen. Der hat unglaubliche 7000 Punkte oder so. Aber naja, ich dürfte eigentlich keine Punkte verlieren. Ich meine, ich bin immer noch irgendwie Mitte, also Dritter von 5 oder so. Und ja, das wird schon irgendwie schief gehen. Komm schon, mach weiter. Na, jetzt noch. Oh, ich krieg sogar noch 5 Punkte, unglaublich. Na dann, viel Spaß im nächsten Raum. Und wieder ein Kurs, auf dem ich wunderbar versagen kann. Toads Fabrik. Wir sind wieder zu sechst irgendwie. Und nebenbei bemerkt, habe ich es heute irgendwie mit meinem Wir sehen uns im nächsten Raum, weil irgendwie sage ich das jetzt irgendwie ständig oder so. Und irgendwie sage ich irgendwie auch ständig, ne? Aber egal. Oh, das war jetzt mies, du. Ah, das. Das darf nicht wahr sein. Ich war doch so schön zweiter. Na gut, es ist die erste Runde. Ich kann alles nochmal aufholen, ja. Das ist alles kein Problem hier. Ich fahre jetzt wie ein junger Gott und ja, und setze mich wieder an der Spitze, genau. Ich meine, da war ich zwar heute noch nie, aber gut, ich habe immerhin eine Bahn gewonnen, ja. Ich habe Bowsers Festung gewonnen, meine Lieblingsbahn. N64 Bowsers Festung. Ich bin so stolz auf mich, aber das war ja auch wieder mehr Glück als Verstand. Und vor allem war es am Ende recht knapp. Aber egal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das nachher aussehen wird, wenn ich die Videos hier bearbeite. Wie dämlich ich mich eigentlich insgesamt angestellt habe, weil ich merke schon, heute fahre ich echt extrem schlecht. Und das merkt man auch, denke ich. Also klar, gegen Computergegner fahren ist immer was anderes, wie gegen online irgendwelche Leute fahren. Und es ist wesentlich schwerer so, würde ich sagen. Aber ich fahre trotzdem ziemlich schlecht. Ich mache so viele Fehler, die nicht sein müssten. Wow, da fliegen noch irgendwelche grünen Panzer rum. Aber okay, die Abkürzung hier nehme ich jetzt nicht, weil ich bin unfähig. Das kriege ich sowieso nicht hin. Und dieser Stunt war unnötig, ja. Oh Mann, so kann man sich auch alles verbauen.
Wer hat eigentlich die glorreiche Idee gehabt, da ein Rätsel hinzulegen? Das finde ich gar nicht schön von euch. Naja. Und ich krieg keine Box, ich glaub's nicht. Ich bin so unfähig. Ich werde jetzt verlieren, weil ich keinen Alten habe oder so. Dann kommen jetzt von hinten ein paar Rote und dann ist es gelaufen. Oder vielleicht auch nicht. Ah, okay. Oh, hier komme ich auch noch einigermaßen durch. Ist jemand hinter mir? Nö. Dann ist es sinnlos, dass ich eine Bombe habe. Aber schön. Bombe auf Platz 2, die mir nichts bringt. Ein paar Rote hätten sich jetzt gelohnt. Also so 3 Rote statt 3 Grünen, das hätte mir eine Chance gegeben. Aber egal. Es ist jetzt eh gelaufen, also... Lambda ist ein Ziel und alle anderen sind meilenweit hinter mir. Wenn ich jetzt nicht totalen Quatsch mache, dann ist die Sache auf jeden Fall sicher. Ja, also... Zweiter! Juhu! Und der Powerblock trifft mich noch, aber... Wen interessiert's? Ich bin im Ziel. Und die anderen hängen meilenweit hinterher, wie immer. Es ist wirklich herrlich. Also, ich hätte gern mehr solche Gegner wie Lambda. Also, wenn da draußen ein paar Leute sind, die meinen Mario Kart Wii Let's Play sehen und denken, hey, gegen den könnte man ja mal fahren, den kann man so wunderbar abziehen. Ja, dann tut es. Ich habe mich schon gefragt, wann es endlich soweit ist. Es war ja klar, dass der irgendwann kommen musste, wenn ich online spiele. Allerdings diesmal hatten gar keiner gewählt. Also da waren 2 Leute, die irgendwie gesagt haben, ja, ich wähle jetzt mal keine Bahn, sondern mach Zufall. Und natürlich wurde dann so ein Zufallsputzi gewählt. Verdammt, warum habe ich den Pilz gezündet? Kann mir auch keiner erklären, aber egal. So ein Putzi wurde eben gewählt und ja, der hatte dann natürlich logischerweise Regenbogen Boulevard. Oh verdammt, das war jetzt dämlich, aber es reicht, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber wieso ist Lambda immer noch vor mir? Wow, obwohl ich so riesig abgekürzt habe. Und wieso bin ich da runtergefallen? Und wieso bin ich so schlecht und ihr seid so gut und überhaupt? Oh Mann, ich hasse dieses Spiel. Aber ich kann mich trotzdem nicht aufregen. Es waren zwar schon ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, verdammt, was wollt ihr eigentlich von mir? Wollt ihr mich alle umbringen? Oder was? Oder wollt ihr mich einfach nur ärgern? Aber eigentlich ist es heute zu harmlos. Ich meine, ich fahre hier munter meine Bahn. Ich werde niemals Erster werden. Gut, ja, das eine Mal hat mir auch gereicht, das ist, reicht, um irgendwie mein Ego zu befriedigen oder so, meinen Ehrgeiz zu befriedigen, was auch immer. Aber für mehr wird es eben nicht reichen. Verdammt, und die Roten da, die werde ich niemals los. Au, war ja klar, du Penner. Ja, na, was hätte ich machen sollen? Vielleicht eine Bombe überwerfen? Dafür bin ich zu weit weg. Warum fährt der da außen rum? Ist der doof? Schön, wie ich mich selbst mit der Bombe treffe. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie machen andere Leute, die online fahren, das? Die werfen eine Bombe und treffen damit die Leute, die sie treffen wollten. Und ich werfe die Bombe und treffe nur mich damit. Aber egal, wow, der Rote ist auch gefährlich unterwegs hier. Egal, wir sind wieder Dritter und der Knochentrocken ist gar nicht mal so weit vor mir. Und ich kriege hier Pilze zum Abwinken, das auf Rainbow Road, wo sie nichts bringen. Das ist doch zum aus der Haut fahren, oder? Also wenn es erstmal scheiße läuft, dann läuft es immer scheiße. Gut, wunderbar. Vielleicht kriege ich jetzt was Sinnvolleres? Nö, ich krieg 3 Pilze, das ist geil, oder? Jetzt habe ich 9 Pilze ineinander gekriegt und kann nichts damit anfangen. Und der hat wahrscheinlich einen roten gebunkert und schießt mich jetzt erstmal wieder ab. Oder so. Oh, er hat einen Maxi-Pilz, war dann den her. Hat er den die ganze Zeit gebunkert, oder was? Naja, soll mir egal sein. Hauptsache, ich bin wieder Zweiter. Und, ja. Ja, klar, ich habe hier geschüttelt wie ein Irrer mit der Remote. Und natürlich funktioniert der Ausweichen trotzdem nicht. Das macht Sinn. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Lambda ist wieder mal... Autsch. Unendlich weit vorne. Ja, ich wusste nicht, wie ich da jetzt durchkommen soll. Egal. Lambda ist wieder unendlich weit vorne, wie gesagt. Verdammt, was mache ich hier? Und die werde ich auch nie mal anholen. Und wenn ich so weitermache, dann werde ich noch nicht mal mehr Zweiter werden, weil irgendwie stelle ich mich an wie der letzte Anfänger. Gut, jetzt kriege ich endlich mal die 3 Roten, die mir jetzt nichts mehr bringen, weil der Knochentrocken ist jetzt so weit vorne, dass ich ihn niemals damit treffen kann. Weil das Dumme an den roten Panzern ist ja, sie gehen nicht über die Sprungschancen. Also, die fallen dann schön in den Abgrund und sind put. Und, das heißt, ich kann Knochentrocken von hier aus nicht treffen. Vielleicht von hier aus. Nee, der ist im Ziel. Gut, wunderbar. Und jetzt habe ich auch einen blauen Panzer. Jetzt, wo niemand mehr vor mir ist, kommt natürlich ein blauer Panzer. Hier, das kriegt er jetzt noch von mir. Ja, Penner! Es ist doch zum Kotzen. Was mache ich hier? Und alles nur wegen dieser blöden Fakebox. Das ist doch nicht mehr schön. Okay, das Rennen wurde abgebrochen, weil Lambda zu lange im Ziel war. Ich verliere einen Punkt, wunderbar. Gut, Settler kriegt 33 Punkte, ist mir egal. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Rennen.
Ist es nicht schön, wenn man den ganzen Abend die gleichen Bahnen fährt? Ich liebe es. Ja, wir sind mal wieder in Toads Fabrik und nur um es erwähnt zu haben, es sind wieder ein paar Leute mehr im Raum, glaube ich. Ich glaube ein oder zwei Leute mehr. Na, du musstest jetzt natürlich trotzdem da durchfahren, obwohl ich gedacht habe, du fährst außen rum, aber egal. Ja, wenigstens trifft sie mich nicht, gut. Und natürlich wird auch wieder fleißig Luigis Piste gewählt, weil wir sind ja heute noch gar nicht in Luigis Piste gefahren. Und der Kurs ist ja auch so toll und abwechslungsreich und so einfallsreich vor allem. Du legst jetzt nicht eine Banane vor mich. Das würde ich dir übel nehmen. Gut, wunderbar. Wenn du jetzt die Bananen legst, dann schieße ich. Nur um es erwähnt zu haben. Also, halt dich zurück. Verdammt, was will der von mir? Sind hier irgendwelche Leute dabei gekommen, die was können oder was? Wo ist mein roter Panzer hin? Okay. Er ist weg, offenbar. Aber egal. Ich bin wieder auf Platz 1, wie es sich gehört. Hahaha. Ha. Und mal sehen, wie lange das gut geht. Aber ich habe vollstes Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ja, ich bin doch so unglaublich talentierter Fahrer. Ich freue mich schon drauf, wie das ist, wenn mal wirklich ein paar Leute mehr von euch dabei sind. Ich hoffe, dass der Tag irgendwann auch kommen wird. Oh, verdammt, das war jetzt nicht gut. Aber egal. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Tag irgendwann mal kommen wird. Wow, das war auch nicht gut. Und dass wir dann wirklich richtig schön Spaß haben, zusammen in großen Gruppen. Und dann mache ich auch mal eigene Räume für uns, so dass wir wirklich nur unter uns sind, ungestört von irgendwelchen anderen Leuten. Und dann können wir auch mal ein Team-Kompi fahren oder was weiß ich, was für ein Quatsch. Was wir eben Lust haben. Freue ich mich schon drauf. Okay, das war ein netter Versuch. Verdammt, ich bin itemlos. Und die Gute hat vermutlich auch kein Item. Gut. Da habe ich auch noch eine Chance. Ja, Funky, fahr um dein Leben. Es geht hier um Gewinnen oder Verlieren. Irgendwie ist alles andere, was so mitfährt auf der Bahn, ziemlich weit abgeschlagen. Und jetzt bin ich natürlich nicht mehr Erster, weil ich so dumm bin und gegen irgendwelche Kisten rase. Aber dann bin ich wenigstens vor blauen Panzern sicher. Sehen wir es mal von der Seite. Übrigens, die Banane war an sich gut gelegt, allerdings war keine Rätselbox da, also konnte ich sie wunderbar sehen. Wow, die war auch gut gelegt. Respekt. Komm, jetzt müsste ein blauer Panzer kommen. Dann kann ich noch gewinnen. Da kommt er. Oh, verdammt, der ist dann unnötig. Na, reicht noch? Ja, dem Pilz sei Dank. Wow, und dem blauen Panzer natürlich. Juhu, ich habe gewonnen. Ich habe schon zum zweiten Mal heute gegen dich gewonnen. Ich kann nicht mehr aufhören zu jubeln. Das ist unglaublich. Ja, aber dummerweise habe ich jedes Mal nur mit Glück, also dank Items gewonnen. Das ist eigentlich, ja, ein unfairer, erschwindelter Sieg. Aber egal, ich kann es eben nicht besser. Also muss das reichen. Gut, ich kriege 120 Punkte, ist das nicht so? Wow, da ist irgendein GBR-Jack, der irgendwie ein ziemlicher Pro ist und offensichtlich in einem Clan spielt, der sich GBR nennt. Aber okay, wir sehen uns gleich im nächsten Rennen. Und es geht munterflockig weiter auf der Waluigi Arena. Und wir haben einen netten Gast im Raum, und zwar einen tollen Cheater, der sich BF Noah nennt. Woher weiß ich, bevor wir überhaupt losgefahren sind, dass es sich um Cheater handelt? Ganz einfach, der gute Freund hat in dem Ladebildschirm schon gezeigt, dass er 35.000 Punkte hat von möglichen 10.000. Und das erklärt dann auch schon alles eigentlich. Bin mal gespannt, wie sich die Sache jetzt hier entwickelt. Interessant ist eigentlich, er nennt sich BF Noah. Heißt das, BF ist ein Clan? Gibt's einen Cheater-Clan oder was? Das wäre ja mal witzig. Aber ja, so wie ich das sehe, wird das dann wohl die letzte Runde in diesem Raum sein. Und dann geht's erstmal in einen anderen Raum. Und da kommen zwei Leute mit Unverwundbar, was eigentlich nicht möglich ist, weil ich glaube, es ist jedes eine nur einmal da. Aber der große Kerl da mit Unverwundbar, das ist BF Noah. Und er hat natürlich noch eine Wolke über sich, genau. Warum macht er sowas? Ganz einfach. Und vor allem, woher konnte ich jetzt direkt sehen, dass er BF Noah sein musste? Ich meine, es steht zwar drüber, aber ich wusste es schon vorher. Ganz einfach. Ein Kerl, der gleichzeitig einen Maxi-Pilz hat und unverwundbar ist und noch eine Wolke drüber schwebt? Nee. Das passiert nicht in Mario Kart Wii. Man kann vielleicht mal mit Glück einen Unverwundbar und einen Stern und ein Dings haben. Au. Ja. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept wegen diesem blöden Cheater. Man kann vielleicht mal gleichzeitig einen Stern und einen Maxi-Pilz haben. Das kommt vor, zugegeben. Aber, dass man das dann auch noch mit einer Wolke kombiniert, das gibt's nicht. Und ganz nebenbei war ja auch von vornherein klar, dass ein Cheater im Raum ist. Also wusste ich, es kann nur der Cheater sein, weil das ist eine typische Cheater-Strategie. Also man macht sich groß, oh, und man kann nicht fahren, genau wie das bei Cheatern so ist. Achso, der ist gar nicht dagegen geknallt, scheinbar. Ja, gib mir den blauen Panzer, zwei Stück.
Und eine Bombe. Und unverwundbar. Und bam. Und ja. Keine Chance. Keine Macht den Fahrern. Aber egal. So, jetzt kann er mich mal. Soll er versuchen, mich aufzuhalten. Das klappt nicht. Ich bin unverwundbar. Ach, verdammt, das war noch gar nicht die letzte Runde. Ich hab gedacht, ich käme jetzt ins Ziel. So ein Dreck. Und ich krieg nur einen blöden Pilz. Au, der jetzt weg ist. Okay, ich weiß nicht, was mich gerade in die Luft katapultiert hat, aber es war sehr hilfreich, um den V-Block auszuweichen. Und das war sehr hilfreich, um zu sterben oder so. Ich hasse Cheater. Warum muss es sowas geben? Also, es ist ganz klar, nach dieser Runde werde ich den Raum wechseln oder, naja, eigentlich werde ich den Raum nicht wechseln. Au, danke dir, du Penner. Du hässlicher Wichser. Du, ich weiß nicht, wie ich dich titulieren soll, ohne dass ich irgendwelche Leute kränke oder dergleichen. Also, lass es lieber bleiben. Aber, ich glaube, es reicht auch. Also, ich habe jetzt wirklich mir eine Stunde Mario Kart Wii gegönnt mit dir, wie heißt es noch gleich? Lambda, genau, oder Rainy Day, some Place in the Rain, genau. Und das muss jetzt einfach mal reichen. Vielleicht. Wow, ich krieg aber jetzt wirklich gut Items. Ich komme nur nicht mehr um die Kurven. Aber ansonsten sind die Items gut. Ah, 7. Platz. Aber das dürfte immer noch Punkte geben, weil der Gute hatte ja 35.000 Punkte. Ja, 63 Punkte. Das war mega schlecht, aber egal. BF No, du bist ein Penner. Du bist mir unsympathisch, ich mag dich nicht. Oh, und Lambda hat dank ihm sogar verloren und hat 300 Punkte verloren. An der Stelle würde ich sagen, war es unfair genug für heute. Wir beenden das Ganze. Ja, ich möchte wirklich beenden. Und ich hoffe, du hattest wenigstens ein bisschen Spaß da draußen und ihr hattet natürlich auch Spaß bei der ganzen Fahrerei hier jetzt. Aber ich glaube, dieser Cheater ist wirklich die ideale Gelegenheit, um das Ganze zu beenden. Ich hoffe, dass mich jetzt ganz, ganz viele Freundescodes von euch erreichen. Also ganz viele Freundescodes von Leuten, die mich mal so richtig fertig machen wollen auf der Piste. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Mario Kart Wii. Ich war euer Nixan und ich sage euch, ciao, macht's gut.